Perfecto Mundo. Da schlafen wir mal einfach. Blue, wie lange kannst du noch machen? Eigentlich, weil ich glaube, du hast ja auch morgens Schule zum Beispiel, ne? Wir sollten auch ein bisschen so fokussieren halt auf das Game und mal diese Gesprächsthemen mal so außer Acht lassen. Ich find's irgendwie voll süß, dass man es bei meinem First Name so nennt, ja, anspricht. Oh, das tut mir leid, Hani, du hast hier verpasst, dass Mitsuru mich jetzt bei meinem, ja, bei meinen Vornamen anspricht. Also, wir werden gleich die Story mit ihr beendet haben. Mal sehen, ob ich das mag. Ach gut. Also, sie hat zu uns gesagt, sie mag uns. Es war kein I love you, aber I like you. Das könnte aber auch ein Übersetzungsfehler sein, weil in Japanischen das Daisuki, das heißt ja eigentlich schon, ich mag das, aber auch ich liebe das. Das ist schon. Die haben, da ist so eine Grauzone, was so zwischen ich mag das und ich liebe das halt so ist. Ach, tut mir leid, Honey. Eigentlich ist mein Stream auch von der Qualität her auch ein bisschen so runtergesetzt. Das tut mir leid, Honey. Wahrscheinlich hört ich das auch nicht, dass mir das leid tut. Nein, Shinespark. Nein. Das ist nur das dumme Englisch von Final Fantasy X. Ne, aber wirklich, im Japanischen ist das halt so, dass ich mag das. Das I like you und I love you ist, ja. Sehr oft beieinander. Gott, das ballert mir jetzt durch, ey. Oh Gott. Oh, Zui ist toll, Blue. Zui ist toll. Der kleinste Mensch auf Erden. Ich warte mal. Oh, verdammt. Kleinste Mensch auf Erden, Tsuyu Shumaru.
Der kleinste Mensch mit dem größten Herz. Sui ist aber auch wirklich so ein Let's Player oder halt YouTuber, wo ich wirklich noch sage, so geil. Ich weiß nicht, er macht halt noch dieses Oldschool Let's Plays. Sag's mal so. Aber er macht halt auch viele so halt Sachen wie zum Beispiel dieses Pokémon-Turnier oder halt diese Arena-Leiter halt, ne? Dann seine Schlag den Sui und so da gemacht, ne? Er macht halt noch so mega viel, ne? Damit sein Smash halt, bei ja, die ganze Games, die ganzen Game-Reihen irgendwie bei Smash. Bowser Jr. ist geil. Also da kannst du nicht verstehen, dass er Bowser Jr. nimmt. Ja, aber das ist wirklich auch eine so der Let's Player, die es halt noch so mag. Genauso wie Zombie. Ist halt auch ein großer Let's Player, aber bei ihm merke ich es noch so, klar, er macht auch dieses Minecraft, ne? Aber er macht auch ganz viel mit Indie-Games, ne? Isaac und so. Also, keine Ahnung. Ich finde, Zombie macht auch noch so richtig viel Sachen. Und das Schöne bei ihm ist, er hat auch so eine chillige Art an sich halt, ne? Er schon so, hat so eine chillige Stimme. Bei ihm kann man voll gut entspannen. Das ist wirklich einer so der einzigen großen, sag ich mal, Let's Player. Ich sag wieder Anführungszeichen Let's Player, weil wenn es ein ungespielt so Let's Player nennt und so, ich weiß nicht, hat er überhaupt mal ein richtiges Game durchgespielt außer Minecraft, ne? Für mich ist ein Let's Play halt schon auch teilweise so, dass man, naja, dass man schon so halt, dass es Sinn hat, Let's Plays so zu nennen, ich weiß nicht. Wenn man jedes Gameplay von Minecraft irgendwie Let's Play nennt, dann hat das auch doch keinen Sinn. Ist meiner Meinung. Für mich ist halt ein Let's Play, wo einer halt das Ziel hat, das Game durchzuspielen und dabei das kommentiert. Das ist für mich eigentlich ein Let's Play. Und halt, wenn man in Minecraft irgendwelche PvP-Runden oder so spielt, das weiß auch nicht. Ist nicht meins. Ich kann mir das auch nicht so angucken bei Ungespielt und so, weil das ist halt auch, wie gesagt, das driftet auch irgendwie diese Langweiligkeitsschublade rein, weil es ist immer dasselbe mittlerweile. Weil der Junge bringt halt. Ne, ein Walkthrough, das ist für mich halt. Kann es halt auch ohne Kommentar sein. Und halt ein Walkthrough mit Kommentar ist für mich auch Let's Play. So wird es auch betitelt halt. Und so. So ist es auch eigentlich. Ne, aber das meiste bei ungespielt halten ist dieses so. Er macht irgendein Minecraft-Projekt mit vielen Leuten. Nee, das schreibe ich noch nicht super halt. Es wird ja so auch ganz verschieden halt genannt, ne, eigentlich, ne. Halt, ein hat es irgendwann so Let's Play halt genannt, das war halt gegen 2008, glaube ich. 2007, 2008, glaube ich, ne. Dann hat es da halt auch so genannt, ne. Seelenklinge, hallo mein Bester, wie geht's dir? Hat es, ist deine Freundin noch da oder ist sie weg wieder? Ich hoffe, du hattest Spaß mit deiner Freundin und war ganz ein schönes Wochenende für dich.
Ich werde jetzt, glaube ich, gleich auch speziellen Spaß mit Mitsuru haben, hab das Gefühl. Oh, my room. Okay, gehen wir mal. Oh, geil. Ja, gehen wir jetzt in. Oh, yeah. Ab in dein Zimmer. Wow. Wo ist denn ihr Bett? Oh. geil. Von den anderen Leuten haben wir irgendwie so Guffelgeschenke praktisch bekommen. Und sie schenkt einfach mal so ein Motorrad, ne? Also, in Sachen Geschenken ist sie schon mal weit vorne. I want to write. Wieso habe ich so. Es wird langsam Abend und da dreht sich mein Kopf um andere Sachen, ey. Ja, ich sitze dann gerne hinter dir. Komm, ich kann also ein Motorrad fahren. Natürlich passt es auf. Natürlich. Also Mitsuru, können uns halt. Wo ist sie am Schlafen? Die hat doch kein Bett. Oder wie lang ist ihr Raum? Ist sie da kein Bett? Schläft ihr auf der Couch? Okay, habe es auch eine Zeit lang gemacht. Und ich glaube, da kann man auch ein paar gute Stellungen machen, glaube ich. Also wir können es auch auf der Couch machen, Mitsuru, kein Ding. Ich füge mich schon.
Oh ja, Hörfassen. Und dann halt die vier Moves auf Doom machen. Naja, wir haben sie da mal ordentlich mal durchgebürstet. Schnick, schnack, sag ich mal. Sup, dude? Da hast du ja die beste Stelle erwischt, Blue. Da hast du erst die beste Stelle erwischt. Die vier Moves of Doom, Fragezeichen. Ich will sie hier nicht sagen. Booby Grappy, ja genau, deswegen so sah es auch gerade aus. Die will sie sagen hier. Die Honey könnte ja trotzdem noch zuhören irgendwie und ja. Da wäre schon wieder das eine Thema von gestern. Leute. Kleine Frage an euch. Soll ich mich mit ihnen mal treffen da irgendwie? Honey, hört weg. Ich will mich eigentlich nicht mit ihm treffen. Der ist irgendwie. Der ist mir komisch. Feels and feels a bang mit zu. Ja, genau. Nee, ich bin beschäftigt. Naja, Blue, ich sage mal so, hör mal lieber dann auch weg, wenn ich irgendwann sage, so, okay, Blue, jetzt sprech mal die Erwachsenen, jetzt hat das Kind die Schnauze, mal weghören, ne, dann musst du weghören. Nein, so wirst du es niemals sagen, auch, boah, das wäre richtig, hier, respektlos von mir, sowas zu sagen, ey. So, wen knall ich jetzt? Ich glaube, ich habe nichts mehr so richtig zum Knallen da. Chihiro ist irgendwie komisch. Fuka ist langweilig. Und mal Chihiro. Okay, mal Chihiro. Das heißt, ich gehe zum Schrein, erhöhe da mal kurz meinen Social Link. Ich glaube, das schaffe ich niemals voll. Na, ich bin bei solchen Themen auch ein bisschen vorsichtig, weil, wie soll ich das sagen? Weil ich hatte mal einen Kumpel, so per Internet und so, ne, der hatte halt, also, ich war mit ihm in einer Konfi, wo auch seine 14-jährige Cousine da war. So da drinnen war, oder seine 13-jährige Cousine, oder ich weiß nicht, wie alt die Cousine war, die war auf jeden Fall sehr minderjährig, ne? Und oh mein Gott, diese sexuelle Schwingung zwischen den beiden und was sie so gesagt haben, die ist rumgeflirte und
So, oh ja, dann kommst du ja bald zu mir und so, ne? Und der Typ war 30, ne? Alter, ich dachte wirklich, ich bekomme so vom Zuhören irgendwelche Schwimmflossen irgendwie an meinen Händen. Ja, nee, ich sag, dass ihr das auch nicht so äußern, ne? Ich sag's nur halt im Allgemeinen, bin ich bei sowas vorsichtig. Man darf sogar als Kerl nicht mehr oben ohne Stream. Das ist sehr lustig, weil ich kenne halt einen Streamer, halt, der hat immer LOL so gestreamt, ne? Und das war halt einer so. So halt so ein Rocker war das so mit so irgendwie braune, lockigen Haare, so voll, ne, Bart, ne, oberkörperfrei, ne. So. Nee, aber ja, was kommt jetzt so für Screams? So nach Persona 3, Persona 4 auf jeden Fall. Ist knall eine andere Wirkis, ne? Und sie ist dann wirklich so, wie gesagt, dann so, ich hoffe, du kannst mir zu Where have you verzeihen. been? Ist wie wo imitiere ich Shinespark? Wo? Hä? Was hab ich gemacht? Hab ich ihn imitiert? Also, ich habe gerade irgendwie gerade nichts so imitiert, eigentlich so von mir aus, so absichtlich. Persona 4, dies, das. Naja, ich will halt Persona spielen. Keiner, also das passt auch halt noch richtig gut dann noch rein, einfach. Aber genau, ja, danke, dass du mich wieder drauf gebracht hast. Was ich ja noch spielen werde, ist Tales of Vesperia. Das habe ich halt schon. Ja, so ein Drittel gespielt, also habe schon so ein Drittel gespielt halt, ne? Dann Star Ocean, The Last Hope, habe ich, naja, bin sehr
am Anfang. Ich will Unreal Tournament spielen. Hab's auch noch, glaube ich, irgendwo PS3 herumliegen. Was ich aber auch noch gerne spielen will, ist Dragon Quest 8 für die PS2. Das will ich auch noch sehr gerne spielen. Darauf hätte ich schon arg Bock. Aber da will ich erstmal die anderen Projekte mal hier so durchbringen. Dann wird dann da weiterspielen. Also da wird das anfangen, beziehungsweise, genau. Ich bin heute ein bisschen verwirrt, habe ich das Gefühl.